Hallo Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Ja, jetzt sind wir mal wieder an der Wii und ich werde euch zeigen, wie ihr den Shortcut in Pilzschlucht meistert. Wie es euch viel leichter fällt, ihn zu schaffen. Okay, ich habe hier schon mal meine Rekordzeit auf diesem Profil aufgeschlagen und die schauen wir uns erstmal an. Also ihr seht schon, der Glitch besteht praktisch darin, heil über die Wand zu kommen und auf die andere Seite. Und zweite Runde. Also bei mir klappt's. Fail. Und das war meine Rekordzeit. Kommen wir nun zum Zeigen. Okay, ja, nochmal wollen wir es nicht sehen. Okay. Okay, der erste wichtige Fakt heißt, ihr stellt euch genau hier hin, wo der Schatten und die Wiese aufeinandertreffen. Also hier. Genau da. So, ihr stellt euch ungefähr so, dass ihr in den linken Mittel von dem Pilz seid. Also ungefähr so. So, und dann kurz vor dem runterfahren die Schlucht trifft ihr. Also ihr braucht manuell für den Glitch. Und dann würde ich euch noch ein Bike empfehlen mit viel Beschleunigung. Okay, so. Driften und hoch. Und jetzt macht ihr so, als ob ihr ein Wheelie macht. Also es ist das wie Wheel und oder wenn ihr mit Nunchuck fahrt, so hoch. Und dann klappt das auch. Okay. Ich versuche es gleich nochmal. Wieder in den Schnittpunkt. Wieder zur Hälfte in den Pilz. Jumpen. Hoch. Und das war knapp. Nein, und es zählt auch nicht, denn der scheiß Lakuti ist da. Naja, ist ja egal, ist ja nur zum Zeigen mal. Ich versuche es einfach nochmal. Also wieder hier in den Schnittpunkt, das ist der beste Platz, deswegen empfehle ich den euch sehr. Und wieder in die Hälfte, jumpen und dann da hoch. Also ihr müsst immer hier ungefähr, wo das so aus dem Tunnel rausgeht, da müsst ihr es immer schaffen. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, ich würde mich über Kommentare und Likes freuen. Ja.